Götter, wofür straft ihr mich? Mein Kopf! Gibt es denn gar kein Mittel gegen diese furchtbaren Schmerzen? Ich werde versuchen, den Kopf stillzuhalten. Man führe mir den Angeklagten vor. Du also hast das Volk aufgewiegelt, den Tempel von Jeschalaim zu zerstören? Guter Mensch, glaub mir. Du redest mich mit guter Mensch an? Unten in Jeschalaim flüstert man sich zu, ich sei ein grausames Ungeheuer. Und das ist auch vollkommen richtig. Centurio Rattenschlechter zu mir. Erklären Sie ihm, wie man mit mir zu reden hat. Aber schlagen Sie ihn nicht zum Krüppel. Dazu das Volk aufgewiegelt. Die im Leben, Hegemon. Du bist ein Lügner! Hier steht es ganz deutlich geschrieben. Er hat das Volk aufgewiegelt, den Tempel zu zerstören. So bezeugen es die Menschen. Diese guten Menschen, Hegemon, haben nichts begriffen und bringen alles durcheinander, was ich gesagt habe. Da läuft einer unablässig mit einem Ziegenpergament hinter mir her und schreit. Wer ist der Mann? Levi Matthäus. Er war Zolleinnehmer. Nichts von alledem, was er aufgeschrieben hat, habe ich gesagt. Aber etwas vom Tempel musst du doch der Menge auf dem Basar gesagt haben. Ich habe gesagt, der Tempel des alten Glaubens werde einstürzen und ein neuer Tempel der Wahrheit werde emporwachsen. Ich habe mich so ausgedrückt, damit es verständlicher sei. Warum hast du auf dem Basar das Volk verwirrt, Landstreicher, indem du ihm von der Wahrheit sprach, von der du gar keine Vorstellung hast? Gift möchte man nehmen. Gift. Was ist Wahrheit? Die Wahrheit ist vor allem, dass dich der Kopf schmerzt. Und der schmerzt dich so sehr, dass du kleinmütig an den Tod denkst. Du hast kaum noch die Kraft, mit mir zu sprechen. Ich bin jetzt, ohne es zu wollen, dein Peiniger. Und das betrübt mich. Aber deine Qualen werden bald beendet sein. Dein Kopfweh wird vergehen. Schon vorbei. Ein Spaziergang täte dir gut. Mir sind neue Gedanken gekommen und ich würde sie dir gerne mitteilen, zumal du den Eindruck eines gescheiten Menschen machst. Doch leider hast du den Glauben an die Menschen verloren. Dürftig ist dein Leben, Hegemon. Centurio Rattenschlechter, nimm ihm die Fesseln ab. Ich weiß nicht, wer deine Zunge aufgehängt hat, aber sie ist trefflich aufgehängt. Aber sage mir doch, warum du immer wieder von guten Menschen sprichst. Nennst du jeden so? Jeden? Böse Menschen gibt es nicht auf der Welt. Das höre ich zum ersten Mal. Nehmen wir zum Beispiel Centurio Rattenschlechter. Ist er auch ein guter Mensch? Nein! Doch, erst seit gute Menschen ihn verunstaltet haben, ist er grausam und hartherzig geworden. Ja, gute Germanen haben ihm die Fresse poliert. Wenn ich mehr mit ihm reden könnte, würde er sich ändern. Dessen bin ich gewiss. Liegt noch was gegen ihn vor? Ja! Majestätsbeleidigung! Höre, Hanosri, hast du schon einmal etwas über den großen Kaiser gesagt? Antworte! Das war so. Judas aus der Stadt Kirjat bat mich, ihm meine Meinung über die Staatsmacht mitzuteilen. Und was hast du ihm gesagt? Oder wirst du mir antworten, du habest es vergessen? Ich habe ihm gesagt, dass von jeder Staatsmacht den Menschen Gewalt geschehe.
und dass eine Zeit kommen werde, in der kein Kaiser noch sonst jemand die Macht hat. Der Mensch wird eingehen in das Reich der Wahrheit und der Gerechtigkeit, wo es keiner Macht mehr bedarf. Auf der Welt gab es nie eine größere und für die Menschen bessere Macht, und es wird auch nie eine geben als die Macht des Kaisers Tiberius. Nicht an dir, du hirnloser Verbrecher, ist es darüber zu richten. Du aber behauptest, das Reich der Wahrheit wird kommen. Es wird kommen, Hegemon. Niemals, du Verbrecher, Verbrecher, Verbrecher! Glaubst du an irgendwelche Götter? Es gibt nur einen Gott. An ihn glaube ich. Dann bete zu ihm und schweig! Herr, vor 4 Stunden wollte ich dich töten. Ich wollte dich retten und mit dir gehen. Ich, Matthäus, ein treuer und einziger Schüler. Aber ich hatte kein Messer. Jetzt habe ich eins. Aber jetzt ist es zu spät. Zu spät. Was bist du für ein Gott? Ich verfluche dich, Gott! Taub bist du. Du bist ein Gott des Bösen. Ein finsterer Gott bist du. Ich verfluche dich, du Gott der Verbrecher! Mein Mann erzählt, ich hätte mich mit einem Liebhaber auf der Straße getroffen.
nicht so verfolgt.